Das ist bestimmt sehenswert. Es ist nicht so, dass, wie man glaubt, dass hier Betonklotz auf Betonklotz gehauen wurde, sondern alles, jeder Bau ist anders. Ja, hier ist ein der Eingang zur City, eine Einkaufszentrale. Hier sind mehr Geschäfte wie auf der Hohen Straße. Hier sieht man die U-Bahn und die Schnellbahn. Die geht hier unter dem Platz, wo ich hier stehe. Ja, hier, das ist die Nordseite. Hier ist das ganze unter diesen Häusern, da liegt das Einkaufszentrum. Nicht, die liegen nicht im Keller, sondern wie das gebaut ist, weiß ich auch nicht. Gut und gut. Der Liverpooler Platz. Und hier, das ist der Pariser Platz. Hell erleuchtet, Tag und Nacht. Ein Ding zur U-Bahn und Schnellbahn. Eine Viertelstunde fährt man mit der Schnellbahn bis Bahnhof. Hauptbahnhof. Das ist hier der Pariser Platz. Und jetzt hier mal hinten müsst ihr heute ansehen. Es gibt auch Häuser, die sind kleiner. Sind die alle so alt. Aber jeder Typ ist anders. Hier ist das Einkaufszentrum.
Hier verkehren jeden Abend die jungen Leute und sitzen in der Pizzeria und essen und trinken. Das Obergeschoss beinhaltet an und für sich Karstadt, einige Parfümerien, diverse Boutiquen und eine sehr schöne und wertvolle Kakteensammlung angepflanzt, die aber meistenteils von Jugendlichen wieder zertrampelt wird. Man hat eine Putzfrau angestellt und mehrere Wächter patrouillieren abends hier. Es war der Umschlagplatz, der erst für die ganzen Außenstehende am Anfang, wie es gebaut wurde, hatte es seinen Reiz. Heute, durch die Wachhunde und durch die Patrouillenmänner, passieren hier kaum noch Dinge. Und hier läuft der Herr mit seinem Hund gerade an einem Teppichgeschäft vorbei, was allerdings ziemlich teuer ist und ich keinem raten würde, dort einzukaufen. Jetzt hat er seinen Hund auf dem Arm. Ja, also wie man sieht, ist hier ungefähr dasselbe, wie ich gesagt habe, immer eine andere Art des Baustils. Nicht so ohne weiteres alles Betonwände hier aneinander reihen. Und hier, da läuft mein Hund. Das ist der Kai. Auch hier sind Bauten, die sind gerade vor kurzem fertig geworden. Es wird noch weiter gebaut, es gibt weiter rechts. Hier sind schon ältere Bauten. Auch hier sieht man das Unterschiedliche, das eine, das andere. Immer etwas anderes. Hier sind 20 Stockwerke. Da hinten in dem rechten Haus, da wohne ich. Hier ist nicht viel zu sehen. Steht der Filmer dieses Films, der Herr Michels, mit seinem Hund Kai. Sehr schönes Tier.